Sie hatte keine Chance, diese Operation zu überleben. Aber eine andere Möglichkeit gab es nicht. Also schalteten die Ärzte die Geräte ab und ließen sie in Ruhe, um friedlich sterben zu können. Doch heute ist sie hier bei uns, bei Menschen im Fokus. Wir freuen uns, liebe Stefanie, von dir zu hören, wie es dazu kam, dass du fast gestorben bist und vor allem, wie du wieder lebendig geworden bist. Und vielen Dank, dass du uns teilhaben lässt an deiner dramatischen Geschichte. Dein Leben fing ja eigentlich schon dramatisch an, denn als du geboren wurdest, da hatte dein Vater bereits deine Mutter verlassen. Wie war deine Kindheit ohne Vater? Tja, am Anfang war mir das nicht bewusst, dass man einen Vater hat. Für mich war natürlich vaterlos aufzuwachsen am Anfang der Normalzustand. Ne? Im Laufe der Zeit habe ich natürlich festgestellt, dass meine Freundinnen alle einen Vater haben und habe dann meine Mutter gefragt, ob ich denn auch einen hätte. Und dann hat sie gesagt, ich hätte auch einen. Und das war schon ein bisschen komisch für mich, denn ich wusste ja gar nicht, dass ich einen Vater hätte und wo war er. Mhm, meine Mutter wollte mir das aber nicht wirklich so richtig sagen. Sie hatte dann tatsächlich mal einen Namen erwähnt, aber ich merkte dann als Kind recht schnell, dass es ein Thema ist, was sie nicht gerne mit mir besprechen wollte. Und wie war deine Kindheit? War das sehr trübselig dann als alleinerziehende Mutter, deine Mutter? Nein, also eigentlich hatte ich ich kann mich an eine sehr schöne Kindheit erinnern. Meine Großeltern haben mit uns zusammen in einem Haus gewohnt. Das heißt, meine Mutter war zwar alleinerziehend, aber da war dann halt noch die Oma und der Opa. Und meine Mutter war Krankenschwester. Und ja, ich hatte das Glück, dass direkt neben unserem Haus halt die Schule war und eine Spielstraße. Und naja, ich war in Oberbayern, in Traunreuth. Und ja, bis ich 10 Jahre alt gewesen bin, war das eigentlich eine sehr friedvolle und behütete Kindheit. Schön. Ja. Und welche Rolle hat Gott in deiner Kindheit gespielt? Ich bin natürlich damit aufgewachsen. Wie gesagt, das ist die dritte Generation Adventisten gewesen. Und wir hatten in Traunreuth keine Gemeinde. Wir mussten dann immer mit dem Auto in eine kleine Gemeinde nach Altenmarkt fahren. Die war halt wirklich sehr klein. Ne? Aber das war halt normal. Das war eben, so kannte ich das. Und früher war das auch so, dass man dann nach dem Gottesdienst oft noch Missionsschriften verteilt hat. Und man hat gebetet. Wir hatten früher auch oft so privat Musikstunde. Dann kamen also andere Geschwister und dann haben wir musiziert zusammen. Also ja. Du warst in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen und du hattest mir erzählt, dass Gott wirklich dein kindliches Herz ergriffen hatte, dass du einen tiefen Glauben an Gott hattest. Ja. Das war schon mal recht schön und positiv, wie dein Leben anfing. Aber dann mit 10 Jahren gab es doch eine gravierende Veränderung. Was ist da geschehen? Ja, also meine Mutter, die war Krankenschwester, alleinerziehend. Und ich meine, irgendwie kam es dazu, dass der Onkel, also ihr Bruder in Niedersachsen, ein Haus gekauft hat, relativ für wenig Geld, aber dementsprechend, es war ein alter Kotten, der war über 150 Jahre alt und völlig ruiniert. Und er hatte dann eine Zeit lang da ein bisschen dran rumrenoviert und hat dann aber festgestellt, das ist mir zu viel. Und als meine Mutter davon erfuhr, sagte sie, das ist eigentlich schon immer mein Traum gewesen, sowas mal auf die Beine zu stellen und mal wirklich ja was Eigenes zu haben. Und ja, ich fand das als Kind natürlich auch erstmal spannend, ne? Es ist ja auch erstmal so ein bisschen Abenteuer. Ja, und dann haben wir unser Auto gepackt, damals einen kleinen Toyota Starlet, werde ich nicht vergessen, haben beim Bauernhof noch Hühner gekauft, weil wir konnten ja jetzt Hühner halten, weil es ist ja ein alter Kotten draußen auf dem Land. Haben uns das sehr romantisch vorgestellt und als wir dann angekommen sind, dann war das mit der Romantik aber ganz schnell vorbei, denn es war wirklich eigentlich eine unbewohnbare Ruine, ne? Aber ihr konntet jetzt nicht mehr zurück. Wir konnten nicht mehr zurück. Und meine Mutter ist auch, ja, der eine mag es eigensinnig nennen, der andere mag es willensstark nennen, vielleicht irgendwas dazwischen. Sie hat gesagt, ich ziehe das jetzt durch und egal wie. Und dann haben wir das ganz langsam, peu à peu, praktisch mit ganz wenig Mitteln uns erstmal ein Zimmer bewohnbar gemacht und dann kam Wasser und irgendwann kam Strom und so weiter und so fort, also ganz langsam.
Und ja, darüber hin hat sie eventuell nicht ganz merken können, oder vielleicht habe ich sie auch nicht gezeigt, dass ich natürlich gar nicht so glücklich gewesen bin. Kann ich mir vorstellen, als Kind behütet aufgewachsen mit den Großeltern, jetzt plötzlich die ganze Familie weg und in diesem alten, kaputten Haus. Ja, wie ging es dir da? Ja, es war also natürlich auch so, es war sehr unheimlich teilweise in dem Haus, ne? Es war sehr dunkel und düster und wie gesagt, Bayern ist auch so, ich habe das auch selber noch in Erinnerung, so ist so fröhlich und hell und selbst im Winter, wenn da Schnee gelegen hat, es war immer hell und da, wo wir jetzt waren, es war echt trübsinnig und dunkel und die Bäume waren natürlich 100 Jahre alt und hat, alles war irgendwie verwachsen und bemoost und naja, und natürlich habe ich meine Freunde auch zurücklassen müssen und alles war. Ja, meine Mutter hatte halt viel Arbeit. Die hat auf der einen Seite noch nebenher ja, Geld verdient, hat in einem ambulanten Pflegedienst gearbeitet, auf der anderen Seite mit dem Haus sehr Also beschäftigt. sie hatte keine Zeit für dich und du Nein. musstest ganz alleine mit dieser Situation klarkommen. Ja. Ich meine, das war ein kleines Kinderherz, das einfach alleine jetzt klarkommen musste, ne? Ja. Aber du wurdest größer, du hast dann doch Anschluss gefunden oder beziehungsweise deine Mutter und du, ihr habt Anschluss gefunden, dort in einer Gemeinde, in einer Jugendgruppe und das Leben wurde doch etwas einfacher für dich. Du hattest dann auch Berufswünsche, hast einen Abschluss gemacht. Hast dich sogar an der Uni eingeschrieben. Aber du hast mir erzählt, dass du immer diesen Wunsch hattest, auszubrechen. Das hast du schließlich auch gemacht. Du bist in die Disco gegangen, was ja für adventistische Jugendliche jetzt nicht üblich ist. Und zunächst bist du dort einem Ingo begegnet. Was hat dich an dem so fasziniert? Tja, also ich glaube, zunächst einmal war es auch so, die Jugendgruppe, die wir hatten in Osnabrück, das war schon ziemlich gut eigentlich. Das lief eine Zeit lang wirklich toll und wir haben viele zusammen gemacht. Aber irgendwie sind auch viele dann weggezogen. Es waren dann nur noch, war die Jugendgruppe schon etwas kleiner und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich will irgendwie das Leben spüren und ich wollte irgendwie. Ja, was ein Abenteuer erleben. Und ich habe immer gedacht, Mensch, die Leute in der Disco, die brauchen doch auch Gott. Also ich habe mir das irgendwie auch mal schön geredet, vielleicht, ich weiß es nicht, gedacht, ich kann doch da auch welche irgendwie bekehren, missionieren. Ne? Also da findet man schon immer Argumente, wenn man etwas tun will, das dann zu tun. Ne? So auch ich. Ich bin tatsächlich immer mit einem komischen Gefühl gefahren. Ich muss das ganz ehrlich gestehen. Ich war schon zu dem Zeitpunkt erwachsen, habe schon einen Führerschein gehabt Okay. und bin dann eben, konnte dann selber alleine dann in die Disco fahren, ohne jetzt irgendjemanden. Aber mir kam das schon immer ein bisschen nicht ganz richtig vor. Aber ich habe es halt gemacht. Und dann habe ich den Ingo getroffen und der Ingo war so ein ganz, ja, so ein bisschen. Ja, er sah aus wie ein Indianer, er war über 2 Meter groß und hatte langes, schwarzes, wallendes Haar und hatte, wir nannten ihn Ingo, den Indianer, hatte dann so ein bisschen, ja, wie sich die Indianer halt so oder wie man sich das so vorstellt, was sie so tragen würden. Und er hatte tatsächlich ein Tipi und wo er drin lebte und hat da so, das war auch sehr spannend, finde ich. Und ja, wo ich ihn kennengelernt habe, da ist sein Tipi gerade im Sturm davon geflogen. Ja, und so habe ich ihn dann angeboten. Ich habe gedacht, wir haben noch oben auf dem Dachboden haben wir ein Gästezimmer, dann kann er doch da wohnen, habe ich so meiner großen Und der Ingo, der sah ja jetzt nicht nur aus wie ein Indianer, der hatte auch ganz andere Lebensart gehabt. Da hatte ich ja auch so einiges fasziniert. Ja, genau. Also das fing dann an so mit schönen Sachen, wie dass wir zum Beispiel hatte dann Räucherwerk und es roch eben ganz toll immer. Und dann hatte er so Klangschalen und also Musik haben wir zum Beispiel so Tai Chi Sachen gehört, ne? Und mit so Qigong-Kugeln, also alles Mögliche, so was ja, ich hatte da überhaupt nicht das Gefühl, das ist jetzt was Schlechtes. Es war so ein bisschen auf Gesundheit und ein bisschen auf Philosophie, ne? Dass das eigentlich alles esoterische Gedanken sind, das habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst. Es sah für dich alles so harmlos aus, Ja. aber er hat dich ja nicht nur zum Essen eingeladen, du hast auch noch so was anderes Oh ja, kennengelernt. das ist wahr.
Also ich wollte auch irgendwie dazugehören. Das ist ja ein ganz oft geäußerter Satz, wenn man jetzt manchmal fragt, warum manche Leute zum Beispiel anfangen zu rauchen. Das ist ein ganz häufiger Punkt und das war bei mir auch so. Man ist irgendwie außen vor, man kommt zu so einer Gruppe und die machen zum Beispiel irgendwas rauchen. In dem Fall war es eben so, da wurde eben Marihuana konsumiert, also gekifft. Das war halt in der Disco und ich fand die halt alle so toll und ich war so ganz allein und ich habe gedacht, ja, ich habe auch schon gemerkt, dass die halt denken, ach, guck mal, das kleine Mädchen vom Lande so, ne? Und so ein bisschen, ja, wollte ich halt, ach, das macht doch gar nichts, mache ich doch auch, ne? Habe doch gar kein Problem mit und dann habe ich da mitgekifft und habe festgestellt, ich habe also immer, war immer sehr vorsichtig im Konsumieren, weil ich hatte ein bisschen Angst davor, muss ich ja gestehen. Aber wenn ich dann halt eine geringe Menge mitgeraucht hatte, dann konnte ich mir herrlich schlafen. Dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch schön. Ne? Weil ich hatte immer ein bisschen Schlafprobleme. Ja. Und gesagt, Mensch. Ne? Du wusstest aber eigentlich, was richtig und falsch ist, ne? Ja, ich wusste, was richtig und falsch ist. Und Ja. ich habe auch irgendwie, ich habe ja immer irgendwie so gewartet, es kommt jetzt gleich ein Blitz runter vom Himmel und, ne? Und der kam Aber nicht, der ne? kam überhaupt nicht. Und das war irgendwie so, man hat die Grenzen dann immer weiter aufgeweitet. Also erst der Disco-Besuch, man hat sich das mal schön geredet, dann hat man da Leute kennengelernt, zu denen man dazugehören wollte. Ja, Ja. und wie gesagt, so ein bisschen, wenn man konsumiert nur ganz wenig. Und dann hat man gut Natürlich, geschlafen. Und ja. ja, also wie das eine kommt zum anderen, ne, und man Genau. redet sich das laufend immer schön. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ne, tief im Innern war immer schon das Gefühl, das ist nicht richtig. Genau. Und dann ging es ja auch bald einen Schritt weiter, aber zunächst hast du dich dann verliebt in diese Clique, in die du da jetzt so zugehörig warst. Wer war das? Das war der Dirk. Also, der Dirk, das war so ein bisschen, ja, so ein bisschen anders. Der war eigentlich ganz anders. Der war mehr, also während Ingo ja mehr so alternativ und so mit langen Haaren und so, war Dirk modern, immer die schicken Sachen an, teure Sachen an, hat in der Disco aufgelegt, wobei er halt, ja, er hat dann Tapes zusammengestellt, er war sehr im musikalischen drin, also er hatte selber gemixt, hatte dann so Platten und er war ein anderer Typ und irgendwie, ich glaube, das ist so dieses sogenannte, man sieht jemanden, erster Blick und so und dann ist man so, oh, wow, ne? Und das war bei mir halt auch so, ich habe ihn gesehen, ich fand ihn einfach toll, ich habe da sofort irgendwie mein Herz verloren, kann man sagen und ich wollte, dass der mich sieht, dass der mich anschaut, dass er mich beachtet, dass er mich auch gut findet, ja? Hat er aber nicht. Hat er aber nicht, aber es hat sich geändert dann, ne? Ja, weil zunächst erst einmal, ich glaube, habe ich sogar fast, war ich vielleicht sogar eine Art Störfaktor für ihn. Die hatten, also ich hatte immer so das Gefühl, anstatt, also ich freute mich immer dann, oh, dahin zu kommen, wenn wir mal zu dir gekommen sind. Und ich hatte das Gefühl, dass ihn das störte, dass ich dabei war. Und ich hatte immer das Gefühl, ich musste mich so ein bisschen im Hintergrund halten. Und man hat mich dann auch öfter mal runtergeschickt, um was zu holen. Dann hatte ich oft das Gefühl, warum Was eigentlich? ist da im Busche? Da ist irgendwas, was sie Ja. nicht wollen, dass ich mitkriege. Ja. Ja. Und da bist du dann irgendwann schon drauf gekommen. Ja, denn eines Tages haben sie mich runtergeschickt, um Zigaretten aus dem Auto zu holen. Ich habe zu dem Zeitpunkt übrigens auch nicht geraucht. Also ich habe auch trotzdem das Ganze habe ich immer noch nicht angefangen zu rauchen. Gekifft hast du, aber geraucht hast du nicht. Ja, weil das brauchte ich ja nur einmal am Abend so ganz kurz zu machen, dann hatte ich es hinter Okay. mir so ungefähr. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, kann ich auch nicht so wirklich, was da in mir vorgegangen ist, aber ich habe nicht geraucht. Aber ich hatte die Zigaretten, habe ich festgestellt, ich habe ja die Jacke von Ingo an. Ach, da sind die Zigaretten ja oben. Das heißt, ich bin auf der Hälfte des Weges, bin ich schon umgedreht. Okay. Brauchte nicht mehr zum Auto und die Zigaretten holen, ich hatte sie schon. Dann hast du sie erwischt. Und da habe ich sie dann erwischt. Die Tür war nicht abgeschlossen, die haben noch nicht mit mir gerechnet gehabt. Das Auto war weiter weggeparkt. Wir wussten, ah, die braucht, was weiß ich, 5 Minuten. Brauchte ich aber nicht. Ich war nach ein paar Sekunden wieder oben. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann saßen sie halt in der Runde. Und das Erste, was mir halt aufgefallen ist, einmal diese etwas erschrockenen Gesichter, als ich die Tür aufgemacht habe. Und dann habe ich erst gesehen, okay, die haben dann eine CD-Hülle in der Hand, da ist was drauf und da sind Röhrchen, also Geldscheine, die sind zusammengerollt.
Und habe schon, glaube ich, gewusst, okay, die konsumieren dann Drogen. Ne? Also ich meine, ich habe auch mal Fernsehen geguckt, wusste schon, was da passierte. Ich wusste nur nicht, was sie da konsumieren. Und im ersten Moment war das eine sehr unangenehme Situation. Und ja, bevor jetzt irgendwas passiert, es war einfach ich wollte irgendwie diese Situation auflösen. Und ich hatte dann so fieberhaft mir das Zeug angeguckt, es war ein braunes Pulver. Und habe gedacht, gut, braunes Pulver, boah, kann kein Koks sein. Also das, was ich im Fernsehen jemals gesehen habe, ist immer weiß. Das gefährliche Zeug ist weiß. Nie das weiße Zeug nehmen. Braun, braun, was kann braun sein? Und da habe ich gedacht, naja, also Haschisch, das, was wir ja auch geraucht haben, das waren auch braune Krümel. Aber ich gedacht, das ist bestimmt sowas. Ich wäre auch nicht drauf gekommen, dass sie harte Drogen konsumieren, die doch nicht. Ja, und dann wollte ich diese Situation auflösen, habe einfach diese CD-Hülle genommen. Bevor überhaupt irgendjemand was sagen konnte, habe ich das Röllchen genommen und dann habe ich mir das in die Nase reingesnieft. Keiner hat dich gewarnt vorher, nichts. Die guckten alle, die waren völlig, ich glaube, paralysiert. Was macht die denn jetzt da einfach? Ich hab's so schnell gemacht, dass keiner irgendwie was sagen konnte. Und ich wollte einfach dazugehören. Und was hast du dazu zu dir genommen? Das wusste ich nicht, es war Heroin. Okay, was ist jetzt an Heroin so gefährlich? Ich meine, du hast von den anderen Drogen gesprochen. Aber Heroin hat dann doch einen Unterschied gemacht. Was war da so anders? Also Heroin, das wird oft unterschätzt, auch gerade bei den Leuten, die es tatsächlich dann probieren oder sich erzählen lassen, wie das wirkt, oder vielleicht auch Konsumenten sehen, die das noch nicht lange konsumieren, denken, oh, sieht doch ganz normal aus, ist doch nicht schlimm. Genau das ist bei Heroin tatsächlich der Fall, dass am Anfang, es ist nicht so wie betrunken sein, wo man wirklich dass man ganz anders ist oder dass man irgendwie eingeschränkt ist oder sonst irgendwas. Das Erste, was Heroin macht, und das macht es nur am Anfang, das ist auch ganz wichtig zu wissen, das ist ein geradezu paradiesisches Gefühl der Schmerzlosigkeit, der Trauerlosigkeit gibt. Und wenn man, jeder Mensch hat in seinem Leben Schmerz erfahren, Trauer erfahren, Sorgen, Nöte, das ist ja nun mal unser ständiger Begleiter in einer sündigen Welt. Und wenn er dann plötzlich von jetzt auf gleich das Gefühl hat, es ist alles weg, ne? Er weiß, der Verstand weiß, es ist nur eine Illusion. Aber das Gefühl ist so stark, ne? Euphorisch. Euphorisch und glücklich und keiner kann einem mehr was und alle Probleme sind eigentlich gar nicht wichtig und ich fühle mich auch in meinem Körper völlig wohl und ich fühle mich auch eins mit der ganzen Welt. Also es ist also so eine Art Glückseligkeit. Dann ist das dieses Gefühl, dieses Erlebnis, was dann letztendlich süchtig macht, psychisch abhängig macht. Okay, das ist es ja, diese Abhängigkeit. Und ich habe mir sagen lassen, der Grat zwischen verträglicher und tödlicher Dosis bei Heroin ist sehr schmal. Das war dir aber zu der damaligen Zeit so nicht bewusst, oder? Nee, also ich denke mir auch so, also da hätte es auch schon ein paar Mal schief gehen können, derbe. Zumal ganz klar ist, dass man eigentlich nie einschätzen kann, wie ist das gerade gestreckt, zu welchen Anteilen oder was. Das heißt ja, das, was jetzt also 0,25 Gramm angenommen als normale Dosis, könnten jetzt so und so viel Prozent Heroin enthalten, aber auch eben auch das Zehnfache. So gesehen sind auch meistens die Todesfälle zu erklären. Das sind meistens nicht irgendwelche Ungeübte oder Unwissende, die da keine Ahnung haben, sondern es ist einfach, das ist dann eben anders gestreckt oder es sind auch Giftstoffe drin. Es gibt Leute, die Strychnin reinmachen, weil dieses Strychnin, das ist ja Rattengift, genau das macht, dass man das Gefühl hat, dass das Heroin besser ist. Also das ist vielleicht diese Tox. Also da wird ein Gift mit einem anderen Gift Ja, vermischt, genau. damit es besser wird. Ja, es ist nicht wirklich besser, aber in dem Ja. Moment, wenn der Konsument es dann benutzt, dann hat er das Gefühl, oh, ich habe gutes Zeug gekauft, ne? Das wirkt jetzt gut. Und er kennt das erstmal nicht, dass es eigentlich, ja. Warst du eigentlich sofort süchtig? Ja, ich war sofort psychisch abhängig. Also dieses Gefühl,
Das ist, es gibt einen ganz blöden Spruch, wer einmal geleckt, der weiß, wie es schmeckt. Das bedeutet halt, diese Erinnerung, dieses Erlebnis, das kannst du nicht mehr ausblenden. Das hast du in deiner Birne drinne. Und egal, was du tust, auch wenn du es jetzt nicht wieder anfasst, es gibt ja bestimmt auch Leute, die schaffen das und wissen, Mann, das darf ich nie wieder anfassen. Ne? Das ist drin. Das ist da drinne. Und immer dann, wenn Probleme auftauchen oder wenn es einem schlecht geht oder wenn man wirklich, wirklich an einem Punkt ist, ne, wo man nicht weiter kann, weiß, will, dann wird diese Erinnerung sich melden. Ja, es war ja einer der Höhepunkte deines Lebens, was du da erlebt hast, was in dir abgegangen ist, diese Euphorie. Ja. In der Bibel wird vor der Droge Alkohol gewarnt. Und was für Alkohol gilt, das kann man ja eigentlich auch für Drogen nehmen. Da heißt es in Sprüche 23: Sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glas es so schön steht. Er geht glatt ein, aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Hast du dieses Beißen erlebt? Oh ja. Ja, ich sag dir auch, dieses schöne euphorische Gefühl ist tatsächlich nur am Anfang. Und hinterher hechelt man dem nur noch hinterher. Man bekommt es gar nicht. Man bekommt vielleicht noch so ein ganz klein bisschen davon, aber es ist so, es ist nur noch ein Hinterherhecheln einer Erinnerung. Und das kann ich auch allen sagen, die vielleicht schon mal damit in Berührung gekommen sind oder jetzt auch noch mit der Problematik zu kämpfen haben. Ihr werdet es nie schaffen. Ihr werdet es nie wiederbekommen. Dieses eine Erlebnis ist nicht wiederholbar. Es hat gar keinen Sinn. Ihr könnt euch das klar machen und jetzt eigentlich auch schon direkt sagen, ich kann jetzt auch mal den Ausgang langsam suchen. Aber jetzt warst du am Haken. Ich war am Und Haken. diese Drogen, die kosten ja auch Geld, viel Geld. Wie hast du das finanziert? Ach ja, also am Anfang denkt man erstmal an seine Reichtümer zu verteilen in der Weltgeschichte, alles, was man so vielleicht Zu sich Geld mal, machen? ja, man macht alles zu Geld, was man zu ma bald Geld machen kann. Also ich war so glücklich über meine damals, über meine erste Stereoanlage und ach, alles weg. Und irgendwann sitzt du dann da und dann hast du nichts mehr wegzugeben, dann, ja, dann guckst du, ob vielleicht jemand anders irgendwas wegzugeben hat und entweder freiwillig oder er merkt vielleicht gar nicht, dass das nicht mehr da ist. Also du hast geklaut. Ja, also am Anfang, vor allen Dingen die Menschen, bei denen, also meine Mutter habe ich zum Beispiel geklaut. Also Menschen, die jetzt in meiner unmittelbaren Nähe gewesen sind. Ja, und ja, ich habe meine Mutter beklaut, deren Freundin habe ich beklaut, meinen Nachbarn habe ich beklaut. Genau, aber dann später. Ich war nicht mutig genug, so ein Geschäft zu klauen. Es gab ja viele, die haben das ja auch richtig professionell gemacht. Da hatte ich keinen Mut dazu gehabt. Ich war einfach nicht fähig dazu. Ich weiß nicht. Ja, dein Gewissen war ja auch noch da. Ja, natürlich hatte ich ein furchtbares Gewissen, aber dafür war ja die Droge. Sobald man dann den Schuss hatte, war ja das wieder in Ordnung. Man wusste also in dem Moment so, boah, es ist jetzt, ich fühle mich jetzt mies, dass meiner Mutter zum Beispiel 20 € aus dem Portemonnaie zu nehmen. Aber wenn ich jetzt gleich einen Schuss mehr gesetzt habe, dann ist mir das ja egal. Dann stört mich das nicht mehr. Also muss ich jetzt sehen, dass ich den Schuss kriege. Und wenn ich den Schuss nicht kriege, dann wird es ja noch weitaus schlimmer, weil ich war ja mittlerweile körperlich abhängig. Und dann ist ja so ein Entzug dann auch körperlich. Und der hört dann ja auch erst wieder auf, wenn du den Schuss kriegst. Also kannst du auch gleich losgehen. Aber was macht so ein Leben mit einem Selbstwertgefühl? Ja, man hat sich als das Letzte, absolut Letzte empfunden und man hat sich auch mit den Letzten, sage ich jetzt mal so, ja, das war dann halt so, das waren die Menschen, mit denen man zu tun hatte, ne? Also Prostituierte, Freier, Zuhälter, Drogensüchtige, Dealer, aber auch öfter mal mit der Polizei. Ne? Ja, also war schon nicht witzig. Ich sag mal so, am Anfang war es halt auch so, mir sind dann auch, ich kannte mich da auch noch richtig gar nicht richtig aus. Ich bin da so plötzlich dran gekommen, dass ich zum Beispiel dann auch irgendwelche Pillen genommen habe von irgendjemandem. Ich hatte Entzugserscheinungen. Ich wollte nur, dass das aufhört und ich wusste gar nicht, was das ist. Naja, und dann irgendwie Stunden später war ich barfuß bei der Polizeiwache.
Ich wusste nicht mehr, wie ich heiße, wie ich da hingekommen bin, wo meine Schuhe gewesen sind oder sonst irgendetwas. Also es sind schon so, passieren dann so Sachen, Dein ne? ganzes Leben ist aus den Fugen geraten. Komplett, Dein ja. ganzes Umfeld hat sich verändert. Ja, und es wollte auch nichts mehr, niemand mehr was mit mir zu tun haben, was ja auch klar ist, wenn du die Leute bekloppst, ne? Dann. Du warst so richtig von der Sucht gesteuert. Ja, klar. Also von der Freiheit, diesem Ausbrechen, was du wolltest, ist eigentlich überhaupt nichts Nee, geblieben. nee. Die ganze Freiheit war flöten. Ja, ich war nicht mehr frei. Ich war ja nicht mal mehr stundenweise. Es ist ja so, wenn man jetzt zum Beispiel arbeiten geht, ne, dann ist man vielleicht in der Zeit, wo man jetzt arbeiten geht, unfrei oder mag das so empfinden oder was auch immer. Aber wenn man drogensüchtig nimmt, dann ist man praktisch 24/7 unfrei, weil dieser Zustand, der dauert immer nur recht kurz an. Weil manchmal, wenn es eine recht gute Dröhnung war, sage ich jetzt mal, hast du vielleicht 3, 4 Stunden deine Ruhe und manchmal dann war es blödes Zeug, ne? Was die anderen lassen, manchmal geht der Entzug gar nicht weg und du bist immer, musst du hinterher sitzen und musst immer daran denken, wow, in ein paar Stunden geht es wieder los, Entzugserscheinung und man weiß ja, wie mies sich das anfühlt und das fühlt sich wirklich ganz furchtbar an. Das Schlimmste oder eins der schlimmsten Sachen sind nicht nur die körperlichen Schmerzen, die man hat, das Schwitzen und Frieren, das Erbrechen, der Durchfall und all diese schönen Sachen. Das Schlimmste ist, dass all die Dinge, die man getan hat, die kommen. Auf einmal kommen die einen hoch. Das alles, was du runtergedrückt hast mit der Also du Droge. meinst die ganzen Probleme, die ganze, Alles. alles, was du angestellt hast? Alles. Das kommt alles hoch, das frisst dich auf. Du bist überhaupt nicht mehr. Du siehst all die Dinge, die du geklaut hast Ja. oder auch was du verloren hast. Du siehst, Mann, ich habe da studiert, ich hatte ein tolles Leben vor mir. Wo bin ich jetzt? Also diese Ja. Dinge, du sitzt in der absoluten Dunkelheit, ne? So, und du weißt, das hört jetzt erst auf, wenn ich mir eine Nadel in den Arm stecke und da ist dann wieder was drinne. Und dann ist das wieder ganz weit weg und dann ist es okay. Solange man diese Entzüge wenig hat, denkt man, ach, na ja, ne? Aber wenn man immer mehr, und das ist halt natürlich so, die Droge hat es auch an sich, dass der Körper sich daran gewöhnt. Das heißt, du wirst eine Dosierung immer steigern müssen. Das ist einfach so. Du wirst immer mehr brauchen und du wirst immer mehr Geld ausgeben müssen. Du wirst es in kürzeren Abständen nehmen müssen. Und es wird dazu führen, dass du all die Moral, die du vielleicht jetzt noch gehabt hast, also in meinem Fall war es zum Beispiel, ich wollte mich auf jeden Fall nicht prostituieren. Ich wollte keine Bank überfallen oder ich wollte auch Drogen verkaufen. War für mich übrigens auch so ein Thema, wo ich sagte, das möchte ich nicht tun. Ne? Und ja, ich habe dann mit Dirk auch zwei Leute kennengelernt. Da haben wir dann große Mengen an Drogen hin und her gefahren. Und das waren halt Großdealer, wie man so sagt, die das dann verteilt haben. Das waren teilweise auch sehr gefährliche Situationen, weil das Leute gewesen sind, die, ja, die haben also noch, also wenn man schon selber wenig Skrupel hat, die haben gar keine mehr. Und wenn, ich war doch so naiv, ne? Ja, und dann habe ich mal irgendwie gesagt, ich will raus und dann. Ja, dann wird man bedroht und all so ein Kram. Also da passieren schon eine Menge Dinge. Deine Mutter oder die Adventgemeinde, haben die davon irgendwas mitbekommen? Wie haben die darauf reagiert? Ich habe das von meiner Mutter relativ, was heißt lange, aber doch eine ganze Zeit fernhalten können. Also ich habe dann da irgendwie beim Dirk übernachtet oder habe da auch schon gewohnt. Meine Mutter fand das alles nicht gut, das ist klar. Aber sie ahnte nicht, wie es um mich stand. Und irgendwann eines Tages habe ich ihr das gesagt. Ich habe gesagt, Mama, ich bin süchtig. Ich bin drogensüchtig. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es abgelaufen ist. Ich weiß, dass sie mal auf den Dirk losgegangen ist, dass sie ihn noch versucht hat zu schlagen. Was für eine 1,50 Meter große Frau zu einem 2 Meter großen Mann. Das ist mehr symbolisch gewesen. Und in der Gemeinde ist es so, ich bin tatsächlich auch noch einige Male hingegangen. Also es ist so, ich erinnere mich sogar, dass ich Drogen genommen habe in der Gemeinde. Ne? Also es war so, dass ich wollte irgendwie hingehen, ich wollte auch irgendwie Hilfe haben, aber ich war noch voll drauf.
Du warst total zerrissen innerlich, ne? Ja, und ich kann mich daran erinnern, dass ich auf den Toiletten Drogen konsumiert habe. Und dann waren da zum Beispiel die ganzen Fächer, wo die Missionsgaben drin gewesen sind. Ja, die waren dann nicht mehr drin irgendwann. Ich habe nicht irgendwie, dass ich da alles rausgenommen hätte, aber ich habe dann zugelangt und bin dann sofort auf dem schnellsten Weg. Der Witz war, die nächste Drogenszene war direkt Straßenseite weiter. Also brauchte ich nur rübergehen und dann hatte ich wieder Zeug. Und ja, das war schlimm. Ich war da, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nicht nur das Gefühl gehabt, ich habe Gott persönlich beklaut. Beklaut, ja. Ja, ich habe Gott beklaut. Mhm. Ja. Also das war schon... Du warst vollkommen gefangen eigentlich. Ja. Und du hattest mit dem Dirk ja dann eine Beziehung gehabt. Und als so, ich denke, du warst so ungefähr 23, dann ist er ja gestorben. Hatte das was mit Drogen zu tun? Ja, klar. Das war so, dass ich zu dem Zeitpunkt schon merkte, das will ich eigentlich alles gar nicht mehr. Das ist mir zu viel. Das ist nicht mein Leben. So möchte ich nicht mehr leben. Und haben wir darüber gesprochen gemeinsam und gesagt, komm, lass uns doch eine Entgiftung machen, gemeinsam. Mhm. Wir wollen das beide nicht mehr. Möchte ein bisschen Musik machen irgendwie. Und ich habe gesagt, ich möchte auch wieder mein Studium aufgreifen. Ich möchte einfach aufhören mit dem ganzen Blödsinn hier. Und dann haben wir versucht, einen Platz zu bekommen in der Entgiftung. Und da war das so, dass die nicht zwei gleichzeitig hatten, sondern ich sollte kommen und 3 Wochen später sollte er auch nachkommen. So gut, und dann bin ich dann hin. Kann mich halt noch erinnern, dass ich meine Klamotten von zu Hause von meiner Mutter geholt habe und der Nachbar hat mich in die Klinik gefahren. Und auf dem Weg dahin habe ich mich noch mal kurz von Dirk verabschiedet. Und das war halt das letzte Mal, dass ich ihn halt gesehen habe, was ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Und ich zu ihm gesagt habe, Dirk, bitte, egal was ist, bitte komm nach, bitte komm in die Klinik. Du musst damit genauso aufhören. Wir müssen das beide jetzt lassen, ne? Ja, und dann bin ich halt in die Klinik. Ja, und in der Zeit, ungefähr 2 Wochen später, ist er gestorben an einer Überdosis. Ja. Hast du dann deinen Entzug weitergemacht? Das muss ja ein Wahnsinnsschock für dich gewesen sein. Ja, das war ganz schlimm. Ich habe das auch irgendwie gefühlt, also dass er jetzt irgendwie weg ist. Und dann habe ich, meine Mutter hatte mir erzählt, ach, guck mal, also die war ganz unbedarft. Die hat sich da gar nichts bei gedacht. Die kam, hat mich besucht einen Tag und hatte einen Zeitungsartikel dabei. Und da steht dann drin, ja, 26-Jähriger an einer Überdosis gestorben. Mhm. Und sie war der Meinung, er ist noch 25. Und er hatte kurz zuvor Geburtstag gehabt und ich wusste aber, dass er 26 ist und ich wusste das in dem Moment, dass er das ist. Kann ich dir nicht sagen, wieso, warum, einfach ein Gefühl. Und ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt sofort mit Dirk telefonieren, das war eigentlich nicht gestattet. Mhm. Und ich habe gesagt, ist mir egal, dann ruf du da an, habe dann ja da einen riesen Larry gemacht und ja, dann kam halt raus, dass das wohl stimmte, dass er gestorben war. Und dann bin ich abgehauen aus der Entgiftung. Natürlich. Das konnte ich dann nicht ertragen. Das konntest du nicht ertragen. Nein. Aber du musstest ja damit rechnen, wenn ich weitermache mit dem Heroin. Dann lande ich da auch. Dann landest du da auch. Ja, ich glaube, in dem Moment war mir eigentlich alles egal. Mhm. Ja. War ein heftiger Schock. Ja. Und die Bibel ist ja da auch klipp und klar, was nach dem Tod passiert. Und du wusstest ja, was richtig ist. Mhm. Und du wusstest, dass du auf dem falschen Weg bist. Ja. Dass wenn du soweit bist, dann hast du keine Ewigkeit mehr. Ja. Vor dir. Ja. Das war dir alles vollkommen klar. Ja. Mhm. War mir sehr klar. Und ich habe aber auch ich hatte gar keine Hoffnung mehr, da rauszukommen. Also wie soll ich sagen? Ich habe es ja versucht irgendwie auch öfters und ich habe auch keine Kraft mehr gehabt. Ich war so elend irgendwie. Ich habe dann wenig gewogen noch und ja, keine Ahnung. Ich war nur noch ein Schatten eines Menschen und dessen war ich mir auch eigentlich sehr bewusst. Mhm. Du warst dir also ganz bewusst, wo du hinsteuerst. Ja. Du hast dich als die Verlorene betrachtet. Mhm. Ja. Ist schon heftig. Und es hat ja nicht lange gedauert und du wurdest auch ganz schlimm krank. Was war das? Ja, das war sicherlich
nicht viel später. Ich wusste nicht, was mit mir los ist. Ich war total müde. Und dann war ich mit meiner Mutter, die hatte irgendwie mich mal mitgenommen irgendwo. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich muss mich hinlegen. Und dann am Abend hat sie mich angeguckt, meine Mutter ist ja Krankenschwester, habe ich ja schon erzählt. Genau, die kennt sich aus. Und die hat gesehen, dass ich dann ganz gelb war im Gesicht, ne, und hat gesagt, du hast bestimmt eine Hepatitis. Ne. Das ist jetzt erstmal so noch nicht so was Schlimmes an sich. Also es, ne, wir sind dann erstmal zum Hausarzt, er hat mir dann Vitamin B verschrieben. Und ich habe natürlich weiter Drogen genommen und das Hepatitis wurde aber mal schlimmer. Wie bekommt man denn Hepatitis? Das hatte ich wahrscheinlich durch eine schmutzige, also man tauscht ja die Spritzen. Und wie gesagt, ich verstehe bis heute nicht, wieso ich kein AIDS habe, weil wir haben alle untereinander mit allen Personen Spritzen getauscht, vom Löffel gezogen und Wasser benutzt voneinander. Und also das ist halt, da guckst du nicht nach. Aber das ist in den Kreisen bekannt, Hepatitis und AIDS, ist man schnell dabei. Genau. Und jetzt hattest du dieses Hepatitis. Jetzt hatte ich dieses Hepatitis und am Anfang so war ich erstmal ja wieder nach Hause geschickt worden. Dann merkte der Doktor, ja okay, das wird schlimmer und hat mich dann ins Krankenhaus geschickt. Dort war ich praktisch die ganze Zeit mehr oder weniger so bewusstlos. Also ich war eigentlich immer nur so ganz kurz wach und konnte auch nicht essen. Bin dann also an einen Tropfen gekommen, wie man das halt so macht, ne? Und alle paar Stunden wurde halt Blut abgenommen und wurden halt dann die Leberwerte nachgeschaut. Und es wurde halt immer schlimmer. Und dann kam ich auf die Intensivstation. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, denn der Leber richtig helfen kann man nämlich nicht. Die Leber, die muss sich selber helfen. Also man kann ihr da verschiedene Sachen zur Verfügung stellen, damit sie wieder anfängt zu arbeiten oder, ne? Aber in meinem Fall hat sie dann das völlig aufgehört zu arbeiten. Man spricht dann von einem Leberversagen. Also innerhalb von einigen Stunden hat sich das dann so gesteigert? Ja, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, ob das ein oder zwei Tage war. Also so, ich denke mal, ein, zwei Tage war das. Ich war wirklich komplett auch, also ganz wenig wach. Und ich habe dann also nur mitgekriegt, dass die dann gesagt haben, okay, die Leber ist kaputt, die ist hinüber. Ne? Die Frau braucht eine Transplantation, sonst war es das. Ne? Die Leber hat absolut nicht mehr gearbeitet, gar nicht. Also mehr. Es war deine einzige Chance, eine Lebertransplantation. Ja, genau. Und dann hat man mit Hannover wohl gesprochen, die dort ein größeres Krankenhaus haben und auch die Möglichkeit halt, auch mit Organen, ich kenne mich da ja nicht so aus. Und nun jedenfalls wurde ich dann in einen Rettungswagen gesetzt und dann Richtung Hannover geschickt. Und die sollten dort in Hannover alles vorbereiten. Aber während der Fahrt nach Hannover wurde das so dramatisch schlechter, dass halt praktisch ich innen und außen angefangen habe zu bluten. Denn die Leber ja, die... ja, praktisch, wie heißt jetzt das Wort? Die Blutgerinnung? Die Blutgerinnung, genau. Und die war dann so dermaßen gestört. Dann kommt das Blut aus den Augen, aus der Nase, aus den Ohren. Alles fängt an und das, was außen passiert, das passiert halt auch innen. Und man kann sich vorstellen, wenn man dann einen Schnitt machen würde, einen tiefen Schnitt, um also ein Organ zu entnehmen, das funktioniert nicht. Du hörst nicht mehr auf zu bluten, du verblutest. Deshalb haben die Ärzte dann gesagt... Ja. Wir können nicht operieren. Genau. Also sie hatten mehrere Herzkatheter versucht zu legen und das war dann so eine Sauerei. Ja, und dann haben die auch gesagt, Mensch, wir quälen die Frauen. Es wird nichts bringen und wir lassen das jetzt einfach. Und dann wurde ich dann in einen Raum, also es war ja noch die Intensivstation. Eine Intensivstation, wer das schon mal gewesen ist, der weiß, da piept das alle. Es piept und es rauscht und es sind Beatmungsgeräte, es ist relativ laut und es viele Lichter und sehr hell, viel drumrum. Und naja, das haben sie mir dann ersparen wollen, haben mich dann irgendwie in so eine Art, vielleicht war das ein Aufenthaltsraum oder sowas, also wo es sehr ruhig gewesen ist, haben sie es dunkel gemacht, dort haben sie mich reingeschoben mit meinem Bett und haben halt gesagt, dass ich mich halt jetzt vorbereiten sollte innerlich.
dass es jetzt auch ja vorbeigeht. Und also ich fand das eigentlich gut, dass man das so, ich war auch erstaunt, dass man das so gesagt hat, ne? Also die haben klipp und klar gesagt, keine Chance mehr. Ja, ich merkte ja, dass man mich dann abgeschubst. Also ich meine, es war offensichtlich. Das klingt jetzt so locker, aber du warst jung, du hattest Träume gehabt. Mhm. Ne? Ja, also das war, in dem Moment war ich ja noch völlig aufgedreht und auch, ja, und als ich dann in dem Zimmer angekommen bin, dann, wo ich dann langsam so zur Ruhe gekommen bin, dann ist mir das eigentlich erst klar geworden. Also während die dann noch an mir herumgezupft haben und da war mir das nicht so richtig bewusst, aber da in dem Raum, ich werde das auch nie vergessen, ich lag direkt so an dem Fenster und es regnete draußen und draußen waren, es war so, ja, so es ging gegen Morgen, man merkte so, kam so langsam Morgenrot rüber und dann so die ersten Vögel, die dann angefangen haben zu zwitschern und ich dachte, in dem Moment, ich werde diesen Tag vielleicht nie erleben, dass dieser Tag, der beginnt jetzt. Und ich gehe jetzt, ne? Mhm. Und da wurde mir das eigentlich so richtig bewusst. Und dann habe ich angefangen zu schreien zu Gott. Ich sagte, Gott, ich will noch nicht gehen. Mhm. Ich will es dir auch beweisen. Ich will das ja gar nicht mehr. Ich will wieder zurück zu dir kommen. Das, was jetzt ist, das ist alles so furchtbar und so schrecklich. Und ich möchte das nicht mehr. Ich kann aber nicht aufhören. Bitte hilf mir. Nimm mich irgendwie an. Ich bin so schlecht und ich habe mich auch so schlecht gefühlt. Ich wollte ihn ja eigentlich gar nicht unter die Augen treten. Und das war auch so ein Ding in der Zeit der Sucht, habe ich gar nicht mehr gebetet, weil ich wollte ihm nicht unter die Augen treten. Ich wollte nicht mit ihm reden, weil ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Es war so, ich habe mich so mies und elend gefühlt. Ich wollte einfach mich nicht in Erinnerung bringen. Ja. Dabei wäre das wahrscheinlich deine Hilfe gewesen damals, ja, schon. Aber jetzt dem Tod vor Augen. Genau, da habe ich geschrien nach ihm, habe gesagt, ja, ich will leben, bitte tu irgendwas, bitte hilf mir. Und ich habe gebetet, ich weiß das noch, wie meine Hände, die habe ich die ganze Zeit so, sie waren schweißnass und auf einmal geht die Tür auf und es kommt ein junger Assistenzarzt rein er ist so ganz vorsichtig, oh, ich will sie nicht stören und so, aber könnte ich vielleicht mal gerade noch Doktorarbeit, ob ich noch einmal Blut abnehmen könnte, weil für meine Doktorarbeit wäre das ganz toll und ich sage so, komm, bitte nicht, ne? Es nutzt jetzt ja aus, ne? Und dann hat der halt Blut, war ganz nett, ich war auch ein bisschen froh vielleicht über die Unterbrechung, ich weiß nicht, und dann gut, dann war er wieder raus, ich weiter geschrien zu Gott. Auf einmal, ich höre Getrappel auf dem Flur, das war plötzlich ganz laut. Und auf einmal geht die Tür auf, es kommen gleich 3, 4 Leute rein, schieben mein Bett wieder ins Helle, direkt wieder in einen Intensivraum. Ich wusste gar nicht, was passiert. Stöpsel mich überall wieder an. So, und ich denke, was ist denn passiert? Was ist denn los? Und dann steht dann der Assistenzarzt grinsend neben dem Bett und sagt, ja, ich habe die Werte jetzt gerade aus dem Labor geholt. Ne? Die Leber hat angefangen wieder zu arbeiten. Das gibt's doch normalerweise gar nicht. Also so wie die war, das war vorbei. Das war völlig hinüber. Sie hat angefangen wieder zu arbeiten. In der Zeit, wo ich im Gebet, das mag nicht lange gewesen sein, ich kann es nicht sagen, 2, 3 Stunden, in der Zeit hat die einfach wieder angefangen zu arbeiten. Und ganz, ganz kontinuierlich, ganz langsam, hat sie sich angefangen zu erholen. Ja. Das ist Wahnsinn, was du da erlebt hast. Also Gott hat dir wirklich das Leben wieder geschenkt. Ja. Du hast ihm aber auch was versprochen, oder? Ja. Was hast du ihm versprochen? Verrat's uns. Ich habe ihm versprochen, dass ich alles versuchen werde, um clean zu werden. Mhm. Das war mein Ziel. Es war mir schon bewusst, das wird kein Spaziergang. Aber zunächst einmal hatte ich natürlich so einen Auftrieb gehabt durch das Erlebte, dass ich mir das vielleicht auch noch ein bisschen leichter vorgestellt habe, muss ich ja mal so ehrlich gestehen. Gesagt, also ich bin dann wieder in das kleine Krankenhaus zurückgekommen, mein Dorfkrankenhaus Osterkappeln. Um dich zu erholen? Um dann ganz gesund zu werden, beziehungsweise, ja, ne, also ich war 35 Kilo schwer, es war
Das war nicht schwer. Nein, es war leicht. Das war so leicht. Richtung magersüchtig, ne? Ja, ja. Weil man halt dann auch das Hungergefühl halt nicht hat, so, ne? Mhm. Und ich war da schon fast ein bisschen bekannt wie ein bunter Hund, ne? Wenn ich dann so über die Station gegangen bin, die ersten Mal so, oh, das ist die hat da überlebt und oh, ja, ne? Also ja. Die, gerade das Krankenhauspersonal, wusste Bescheid, ne? Weil das was Besonderes war. Das war was Besonderes, genau. Ich meine, wer kennt denn schon diesen Gott, der Wunder tut? Ne? Ja. Es erinnert mich so an das Gebet des Jona. Du weißt, der Jona, der Prophet, der vor Gott weggelaufen ist, im Bauch vom Fisch gelandet ist. Und der hat dann ja auch zu Gott geschrien. Der sagt dann, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich, aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich und du hörtest meine Stimme. Und dann heißt es, da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Und das hat er mit dir ja auch gemacht. Ne? Ja. Das war schon was Heftiges. Das geschieht nicht alle Tage, aber dieser Gott ist mächtig. Ja, das ist er wirklich. Ja. Ja, was hat das mit dir gemacht, diesen Gott so zu erfahren? Was hat das mit deiner Gottesbeziehung gemacht? Also, ich sag mal so, einfacher wurde es nicht dadurch. Denn jetzt hatte ich zu kämpfen. Vorher habe ich mich ja einfach nur weggemacht, ja, und hatte ja eigentlich aufgegeben. So, und jetzt war es so, jetzt hatte ich das Gefühl, okay, ich habe jetzt so viele schlimme Sachen gemacht eigentlich und er hat mich trotzdem lieb, der hat Vertrauen in mich, der glaubt das anscheinend, dass ich das schaffen kann. Mhm. Also wollte ich das auch schaffen und deswegen muss ich kämpfen. Ne? Du warst nicht mehr alleine, aber du wusstest, du bist nicht mehr alleine. Das stimmt. Und ich wollte jetzt auch, ich wollte nicht mehr aufgeben. Also es war jetzt so, ich wollte auch nicht wieder zurück in dieses Gefühl, dass überhaupt nichts bringt oder ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen, dieses ganz dunkle Elend, ja, wo einem sogar der Tod recht ist, also wo einem der ewige Tod nicht mal mehr schrecken kann, weil sowieso alles so furchtbar ist. Weil du sowieso so gut lebendig tot bist. Ja, genau. Und gefangen bist. Richtig. Ja. Aber weißt du, im Klagelieder 3 steht, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Und die hatte auch noch kein Ende mit dir, seine Barmherzigkeit. Mhm. Und das, was wir heute von dir gehört haben, das ist noch nicht das Ende deiner Geschichte. Es war noch ein langer Weg für dich, von diesen Drogen frei zu werden. Und dann kam auch das absolut Unfassbare, aber mehr dazu im zweiten Teil. Liebe Zuschauer, staunen Sie weiter über Gottes unendliche Liebe und Güte zu seinen Kindern. Er will uns wirklich frei machen, zu einer Freiheit, die auf Liebe und Gehorsam gegründet ist. Bleiben Sie dran, bis zu unserer nächsten Sendung Menschen im Fokus mit Stefanie.